Hallo liebe Internet- und Gamer-Community. Hallo RTL. Wir sind Genanimous. Nach dem Gamescom-Bericht, der in seiner bodenlosen Frechheit nur in der Lächerlichkeit der Entschuldigung übertroffen wird, die RTL sich gezwungen sah zu geben, haben wir uns entschlossen, weitere Maßnahmen gegen RTL einzuleiten. Die Vergangenheit zeigt, dass wir in Zukunft keine freiwillige Veränderung seitens RTL erwarten können, also wollen wir einen Anlass geben. Dieses Mal werden wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Es handelt sich dabei weder um Hackangriffe noch um DOS-Attacken gegen RTL-Seiten. Solche Angriffe schaden vor allem unbeteiligten Drittpersonen und widersprechen unserer Auffassung von Meinungsfreiheit und unseren Grundsätzen. Mögliche Ankündigungen oder Berichte diesbezüglich sind genauso gefälscht wie Operation Facebook. Zunächst rufen wir dazu auf die Fernseh- und Radiosender als auch die Internetseiten der RTL-Gruppe zu boykottieren. Ein solches Unternehmen hat eure Unterstützung nicht verdient. Als Schritt 2 möchten wir euch alle dazu aufrufen, Materialien zusammenzutragen, die zeigen, was RTL alles unternimmt, um ihre Meinungen zu fabrizieren. Es ist nicht das erste Mal, dass Gamer als falsch dargestellt werden. Ein Beispiel hierfür wäre das Let's Play von Just Sheep, das aus dem Kontext gerissen wurde, um Gamer als psychisch gestört zu porträtieren. Wir haben aus diesem Grund ein Wiki eröffnet, die jedem öffentlich zugänglich ist. Aber nicht nur die Internet- und Gamer-Community sind diesen Methoden der Meinungsmache ausgesetzt. So kam zum Beispiel in Diskussionen zum Bericht oft das Thema Hartz IV auf. Glaubt ihr, dass euer Bild über Hartz IV-Empfänger wirklich der Wahrheit entspricht? Habt ihr nicht gerade erst gesehen, wie man künstliche Darstellungen kreieren kann? Reportagen über Arno Dübel sind für RTL das perfekte Leitbild eines Hartz IV-Empfängers. Außerdem werden sogenannte sozial schwache in Scripted Reality-Sendungen wie Frauentausch mit Knebelverträgen dazu gezwungen, sich öffentlich lächerlich zu machen. Des Weiteren wird durch gezielte Manipulationen die Meinung über die Integration von Immigranten gesteuert. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Interviews komplett gefälscht werden. Warum sonst sollten Personen, die Deutsch sprechen, nachsynchronisiert werden? Sorgt auch weiterhin dafür, dass die RTL-Berichte nicht aus dem Internet verschwinden, genauso wie Berichte über RTL. Die Liste der Opfer ist lang und wir berücksichtigen jeden, der sich betroffen fühlt. Gemeinsam werden wir die Wahrheit ans Licht bringen, die ihr verschleiert habt. Verbreitet dieses Video auf YouTube, teilt es mit euren Freunden, spiegelt es mittels Creative Commons Lizenz. Wir sind Genanimous. Wir sind Legion. Wir vergeben keine Falschdarstellung. Wir vergessen keine Manipulation. RTL erwarte uns.